3, 2, 1, Servus Leute, was geht? Ich bin's der Bonne und ich will euch heute mal ein wunderschöner Anblick eines Wagens, heute euch zu einem Highway Pisten Cup Rennen begrüßen hier aus meinem Studio hier vor dem Bildschirm. Und 300 geht besser, geht schneller, aber für den Anfang ist es eigentlich noch relativ gut. Also da ist schon noch Ausbaupotenzial dahinter, aber fürs erste geht schon mal. Also 20 Halbkreise muss ich hier umfahren, also 20 Kontrollpunkte. Mal schauen, ob wir das schaffen in einer gewissen Zeit, um die 5 Zahnräder dazu bekommen, weil da bekommen wir hier Bonus extra von Moods. Oder die heißen doch Moods, oder? Moods, keine Ahnung was. Ich weiß ich doch nicht. So, 300 ist hier drinnen, ist hier schon mal mit der Brieftasche dabei. 17 Stück noch. Und wir sind hier komplett, wow, shit, Alter, gut im Rennen. Und jetzt, wenn wir das noch schaffen, boom, zerstört haben wir den, zerstört mit dem linken Auge. 5 Zahnräder, war jetzt nicht schwierig, das Rennen, aber was bekommen wir denn für Moods? Nächster, also Freischalt haben wir schon mal. So, ich habe jetzt noch nicht so viele Rennen gemacht und auch noch nicht so viele, die Pipapo, da Rennen halt da, bla bla. Und deswegen muss ich die jetzt hier mal ein bisschen machen, dass ich meinen Ankerhaken, mein Wingside, mein bla 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 verbessern kann. Dass ich mit dem Boot Nitro machen kann, mit dem Flugzeug Nitro, mit dem Auto Nitro habe ich ja schon. Aber ich glaube, das kann man noch verbessern. Ich weiß nicht. Und ich bin hier, glaube ich, außerdem auf Wiederholen gekommen. Aber ich glaube, ich fahre das nicht mehr. Ich gönne mir hier nur noch schnell den Wagen. Servus Leute, was geht? Ich bin's der Boni und ich möchte wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Just Cause 3. Zu einer weiteren Just Cause 3 Mission. Und dann schauen wir doch mal, was. Als ob der Typ eine Kuh wäre. Das ist doch das Mikro, ist das Mikrofon. Was für ein Mikrofon? Das ist das Funkgerät daneben. Sag mir, wo du steckst, damit ich dich umbringen kann. Nur dein Kuss offenbart die Wahrheit. Ich dreh dir den Hals. Da ist einfach mal eine scheiß Kuh. Okay. Jetzt hat erstmal die Kuh geküsst. Bisschen verwirrend, aber alles in Ordnung. Hier, wir wollen ja hier nicht so sein. Den Weinberg erreichen. Okay, dann erreichen wir doch mal den Weinberg. Vielleicht gibt's da einen. Als ob das so witzig wäre, wenn er jetzt die Kuh geküsst hätte. So. Ziehen wir uns über den Boden drüber. Oh, fast zweimal abgeschossen, aber Gott sei Dank noch über den Boden gehalten. Weil wir heben ab. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Genau, nichts hält mich am Boden, genau. So. Dann sind wir doch auch gleich mal da. Oh, hier ist da ist sie, okay. Dann haben wir auch gleich das gemacht. Gleich da. Unsere Rebellenkerzen auf jeden Fall angezündet. Auf jeden Fall heißen die Rebellenkerzen. Komm, lass mal doch das mal explodieren. Weil wir gerade Bock haben drauf. Die Rebellenkerzen, als ob die Rebellenkerzen heißen, ja. Rebellenscherei, Scheine, keine Ahnung. So. Das ist ja fast genau die gleiche Mission wie in Just Cause 2.
Bloß, dass man bei Just Cause 2 auf den Berg drauf fahren muss und hier fährt man ja von dem Berg runter wahrscheinlich. Bei Just Cause 2 musst du halt da so Kisten transportieren auf so einem Transporter. Ist halt genau die gleiche Mission. Na, da haben sie sich nicht so viel einfallen lassen. So, man muss ja aufpassen, dass man hier keine Kisten verliert, weil sonst ist die Mission auch vorbei. Oh, Kacke, ich habe schon ein Bein verloren. Oh, nee. Muss ich hier ein bisschen aufpassen? Liefer möglichst viele Fässer, okay. Deswegen, ja. Muss ja aufpassen, dass man hier... Ich muss jetzt hier die Straße erreichen, dass ich hier wenigstens ein bisschen geraden Untergrund habe. Und jetzt habe ich noch 3, 6 Weinfässer habe ich jetzt noch. So, ein paar Meter sind es noch. Wenn der hier mal beschleunigen würde, Mann. Als ob LKW so langsam fahren. Der brennt einfach mal, der Scheiß-Truck, Alter. Warum brennt denn der Scheiß-Truck? So, 6 oder 5 ist... So, das haben wir auch schon erreicht. Okay. Da gibt es Wein für die ganze Mannschaft, würde ich da mal sagen. Mario gibt aus. Okay. Die waren ja schön am Lagerfeuer, singen das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-E-U-R. Blablabla, bliblied. Von SpongeBob kennt natürlich jeder. Und dann ist die Mission auch schon vorbei. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bis die Tage. Vielleicht ist ein Daumen nach oben oder ein Abo da.